herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Europa Universalis 4. Mein Name ist Laikor und wir spielen mit Österreich, mit dem Emperor DLC und sind in drei Kriegen. Eine Sache vorab, bevor ich es vergesse, ich hasse mich ein bisschen selbst dafür. Wir müssen einen neuen Kolonisten losschicken. Die vorletzte Folge hieß noch, dass wir die erste, ja, Kolonialprovinz, dass sie durch ist. Und ich habe ihn nicht losgeschickt, den neuen Kolonisten, wofür ich mich gerade selbst hasse. Wir haben dann noch 3 Jahre gespielt, ohne dass er kolonisiert. Und deswegen setze ich ihn jetzt ein. Und ja, ich möchte ihn direkt nebendran einsetzen. Dann passt das, glaube ich, am besten. Ich habe noch überlegt, ob wir den nicht hier in Mittelamerika einsetzen. Das wäre für die Aufteilung vielleicht ganz cool. Aber wir haben momentan Truppenprobleme. Letzte Folge wurde unsere Truppe hier einmal zerstört, was natürlich ein großer Verlust für uns ist. Und die zerstörte Truppe brauchen wir. Und ich will Großbritannien den Krieg erklären. Und das ist ein Krieg, der einmal hier in Nordamerika abläuft und einmal hier in Großbritannien. Und das ist natürlich auch nicht so cool, dass es so ein, ja, doppelter Krieg von zwei Seiten ist. Finde ich auch nicht so geil. Deswegen, ja, was soll ich sagen, liebe Leute? Ich hab's verkackt mit dem Kolonisten. Der ist jetzt on board und ich habe mich gegen Mittelamerika entschieden. Eher lieber hier unten. Dann haben wir hier die 16.000, die machen dafür Frieden, weil wir eben eine repressive Eingeborenenpolitik haben und es dann eben öfter Aufstände gibt. Wir sind in 3 Kriegen. Einmal mit Kastilien, Gascon und Provence, hier die Ecke. Dann mit Aragon und Dalmatien, die andere Ecke. Vielleicht lasse ich ganz langsam laufen. Und einmal noch mit Atcham. Wir haben was gekort, das ist super. Mit Kastilien. Kastilien ist Verbündeter im Krieg von Gascon. Wir wollen Gascon dem Reich hinzufügen. Aber die wollen quasi nicht. Deswegen ist Kastilien mit an Bord. Ich hoffe, wir holen aus Kastilien was Gutes raus. Moment, eine Sache noch, dicht an maximaler Monarchie-Macht, militärische Macht. Wir haben 1110 können wir speichern. Ich glaube, wir geben die jetzt aus für militärische Technologien, da wir keine militärischen Ideen haben. Dann einmal Stein, Schloss, Muskete. Versorgungslimit plus 50%. Kavallerie-Nahkampf plus 1 und alle 3 bekommen eine Verbesserung. Alle 3, ja, Einheitentypen, das ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Die größte Schwäche des Lunden-Schloss-Feuermechanismus, ja, langes Wort, war, dass das Zündholz ständig entzündet bleiben musste, um die Waffe abzufeuern. Und obwohl das Radschloss entwickelt wurde, war die Massenproduktion zu teuer. Die Entwicklung des Steinschlosses brachte eine verlässlichere Waffe hervor. Zack, rein. Dann haben wir jetzt die neueste, in Anführungsstrichen, militärische Technologie. Ich konnte nicht mehr warten. Wir hatten maximale Monarchie-Macht, also militärische Macht. Und noch ein Jahr warten, damit die Prozente hier runtergehen, war nicht drin, weil wir militärische Macht bekämen, die wir nicht nutzen könnten, quasi. Die würde dann verpuffen. Also das ist ja das Effizienteste, was wir jetzt gemacht haben. Die Korruption steigt, aber wenn die Überdehnung weg ist, dann nicht mehr. Einmal wieder Play. Dann können die ja alle Krieg führen. So, Gascon soll ins Reich. Kastilien soll ein bisschen was, ja, kassieren. Ich weiß nicht genau wie, aber ein bisschen was auf jeden Fall wäre super. Aragon, da möchte ich Katalonien einmal absplitten und dann Aragon und Katalonien getrennt ins Reich hinzufügen, ins Heilige Römische Reich. Das ist so der Wunsch, Rüden. Dalmatien, was mit den Verrückten los ist, weiß ich nicht. Die sind einfach ganz oft an Kriegen gegen uns mit dabei. Sie hassen uns auch wegen der aggressiven Expansion sehr stark. Das ist aber kein Problem. Der Punkt mit Dalmatien, liebe Leute, wir haben Dalmatien erst ermöglicht, indem wir sie aus Venedig rausgeholt haben. Da gab es auch eine Spielphase, da ging es immer um Venedig, wenn ihr euch erinnert, und wann ist Venedig wieder dran und so weiter. Und dann haben wir euch, liebes Dalmatien, Freiheit beschert und jetzt seid ihr, glaube ich, schon im 6. Krieg verbündet gegen uns. Also eure, ja, Souveränität
habt ihr, liebes Dalmatien, eigentlich uns Österreich zu verdanken? So, Friedensangebot aus Kastilien. Ja, ich will kein Geld, ich will mehr, auf jeden Fall. Also, Dalmatien dreht am Rad, aber das machen die ständig. Und hier unten haben wir noch einen Krieg gegen Acham. Einfach so, ja, weil hier viele Nationalisten unterwegs waren und ich habe das als schlau empfunden. Wobei ich einfach unsere Leute auf Belagern gestellt habe und schon sieht es wieder anders aus. Also vielleicht hätte unsere Truppe hier nicht drauf gehen müssen. Gut, soweit, so gut. Ich möchte noch, was möchte ich noch? Ich möchte unsere Truppe ausheben und ich möchte sowohl Großbritannien, ja, ich möchte eigentlich Großbritannien und seine Kolonien wieder ein bisschen eins auswischen. Friedensangebot aus Aragon. Man muss sich eben auf eine Sache konzentrieren. Und wenn ich jetzt noch hier Kolonien habe und da brauchen wir Truppen für. Das ist der Punkt, die wir momentan nicht haben. Okay, was haben wir? Wir haben zwei Sachen gekort. Laufen mal hier eins weiter vor mit unserem Entdecker. Militärzugang, Nachfrage aus Transoxanien. Transoxanien möchte ich eigentlich den Krieg erklären. Überlegenheit demonstrieren eigentlich schon, wenn das mit Kastilien rum ist. Auf jeden Fall, dann ist die Achse auch nicht mehr so groß, dann ist doch Aragon da, aber Aragon ist eher, ja, einfacher abzufrühstücken als Kastilien. Kastilien hat da schon mehr militärische Macht und das ist der Punkt. Oh, die erobern hier zurück, die walisischen Nationalisten haut rein, das passt. Die greifen jetzt hier nicht zu Ende an, wir haben wieder was gekort, die greifen hier nicht zu Ende an, Moment. Und wir können aber noch nichts Neues hinzufügen, aber es wird hier immer weniger. 130 Überdehnung nur noch. Natürlich ist 130 sehr viel, aber in Anbetracht der Tatsache, wie viel wir vorher hatten, ist das schon eine kleine Verbesserung. So, dann hier einmal ein Anspruch. Nein, noch kein Anspruch. Gut, dann nicht. Friedensangebot aus Provence möchte ich auch nicht. So, ich glaube, um Kastilien ist es geschehen. Jetzt, ja, kassieren die vollständig. Wir verlieren 15 Legitimität, warum auch immer. Korn hier die Sachen einmal durch, das ist sehr gut. 50 diplomatische Macht weniger Leute. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf so viel negatives Moment. Ich hau mal was rein. So, das hier ist jetzt mit dabei, die zweite Kolonie. Die muss jetzt quasi nur noch besiedelt werden, dass es eben ja eine richtige Provinz wird. Eine Kolonie wird gebaut, alles klar. So, ihr lauft mal hier weiter, erkundet mal Afrika. Das ist schön, genau. Stress gibt's überall. Kastilien geht ab. Acham, ja, die besetzen da irgendwas. Ganz viel, viel Zeugs, was hier, ja. Alle wollen Militärzugang, alle wollen irgendwas. Und ich möchte auch was. Ich möchte, schaut euch das mal an. Wir haben die militärische Technologie durchgedrückt und hätten eigentlich alle drei durchdrücken können. Auch ein seltenes Bild. Wirklich sehr, sehr selten, aber auch witzig. Aber ich möchte jetzt Ideen durchdrücken. Und zwar, ich mache die Entdecker-Idee, glaube ich, mache ich fertig. Komm. Kann ich auch die nächste Entdecker? Chance Kolonisten plus 20%. Freie Kolonien. Die Zahl der Menschen, die bereit sind, unser großartiges Kolonialreich auszubauen, ist leider nicht grenzenlos. Moment, einmal kurz Pause. Transoxanien ist auch im Krieg, ganz interessant. Wir erklären dir natürlich auch den Krieg gleich, aber Moment, Moment. Ja, ja, das war mir jetzt eigentlich ganz interessant hier. Ist leider nicht grenzenlos. Abhilfe könnte das Versprechen auf ein eigenes Stück Land in Übersee schaffen. So würden vielleicht mehr Menschen ihr Glück in Übersee suchen. Und was das Beste daran ist, Land gibt es in den Kolonien. Nun wirklich genug Chance, Kolonisten plus 20%. Ich hau das auch gleich rein. Die zweite Entdecker-Idee. Ich glaube, es ist sinnvoll. Einheitenlimit Flotte plus 25%, das brauchen wir doch. Darauf warten wir doch. Unsere Flotte ist doch die ganze Zeit viel zu groß. Kann in Kolonialregionen in Übersee Ansprüche fingieren. Also in... Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Gut, dass wir hier vorangekommen sind, das freut mich tierisch. Und dass wir auch die militärischen Technologien reingedrückt haben. Ich weiß gar nicht, was besser ist, die militärische Technologie oder die.
Auf jeden Fall, Kastilien ist jetzt gut belagert. Wir haben 19.000 Männer. Wir brauchen... Ja, was? Ich möchte Großbritannien eins auswischen. Demnächst. Aber wir brauchen eben auch hier Leute. Und noch maximale administrative Macht. Können wir was Kernprovinz hinzufügen? Nein. Aber wir sind kurz davor, die maximale Macht zu haben. Moment, Januar. Ja, dann drücke ich, obwohl ich noch ein bisschen was speichern wollte, ich drücke jetzt die letzte durch. Wir haben quasi jetzt wirklich alle Technologien einmal durchgedrückt. Einmal administrativ, einmal diplomatisch, einmal militärisch. Dann haben wir zwei Ideen durchgedrückt. Also diese Folge ist von Technologieerrungenschaften, ja, geprägt. Geht auf jeden Fall stark ab in die Richtung. So, unsere Schiffe erholen sich. Naja, naja, doch, sie erholen sich. So, wir können Bulgarien den Krieg erklären, was wir nicht müssen. Ah, und den ewigen Landfrieden wieder durchsetzen, wenn es soweit ist. Aber jetzt sind ja alle im Krieg, deswegen, ja, passt das schon. Also, mit wer will Frieden? Gascon, alles klar. Aber ich möchte eigentlich mit Kastilien einen Separatfrieden. Moment. Ich hab mich damit noch gar nicht beschäftigt, was in Kastilien möglich ist. Also eine Nation, die wir entlassen, kostet diplomatische Macht und... Diplomatische Macht kostet das und wir haben, ja... Nur so ein kleines Stückchen, also ich würde die schon stärker aufteilen wollen. Wir können uns auch was für uns selbst schnappen, wir können uns auch Gold schnappen. Wir machen zwar mit Gold plus, aber wir können uns auch Gold schnappen, wir können viel machen. Ja, das ist die Frage, was machen wir denn da? 44er Kriegsstand, der ist eigentlich nicht so prickelnd. Aber gut. Ja, ich glaube, einen besseren Kriegsstand kriegen wir jetzt mit ihnen nicht hin. Außerdem möchte ich nicht... Ja, nee. Ich möchte dieser Ruf nach Friedenkatastrophe hier oben, ich will das nicht provozieren. Dann hauen wir einen 47% Frieden rein. Wie viel Geld könnten wir uns nehmen? 1300? Oh, das ist natürlich Geld. Aber ich will jetzt... Ja, ich will eigentlich kein Geld. Moment, Nation entlassen. Hier vorne irgendwas. Ja, beide ist nicht drin. Das hier vielleicht... Wäre doch wenigstens besser als nichts, oder? Können wir was in Übersee uns schnappen? Kastilisch-Brasilien, Moment. Sieht nicht so aus. Wir müssen einen Turm erobern, damit das was wird. Also müssen wir da quasi auch Truppen hinschicken, wenn wir mal was von dort wollen. Aber ist jetzt momentan nicht der Fall. Gut, dann Kernkastilien. Nation entlassen. Ich entlasse einfach die nächste Nation. Und zwar... Ja, schwierige Entscheidung. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das überhaupt entlassen will. Ob ich nicht einfach... mir hier... Oh, eine Provinz und schon drehen die durch. Wow, 70%, was? Ah ne, doch, das geht. Hier vielleicht zwei Provinzen? Ja, zwei Provinzen ist jetzt nicht so viel, aber... Oder hier oben, wenn wir hier oben was freilassen, wird es von den anderen erobert oder kommt so ins Reich, wie auch immer. Frankreich ist drin, ja. Da wir so viel, ja, aggressive Expansion und alles, dann lasse ich hier das frei. Das hier. Und noch eine Provinz ist nicht drin. Und den Rest fülle ich mit Dukaten auf. Moment, Kriegsreparation. Ich glaube, Kastilien macht viel Geld. Und dann keine Dukate mehr. Nichts tatsächlich. Verbessert sich noch der... Nein, komm. Hauen wir so rein. Also wir lassen da oben was frei. Und haben Kriegsreparation. Das ist schon mal besser als nichts. Forderung senden, Kastilien. Damit seid ihr ein bisschen kleiner geworden. Dumm von euch.
mitzumachen. Jetzt ist hier nochmal eine Nation, alles klar. Jetzt können wir die hinzufügen, wenn unser Diplomat wieder da ist. Und das mache ich natürlich dann sofort. So, Frieden verhandeln, Kriegsreparation, Religionen zwingen, ja. Erweiterung des Reiches, Geld, Handelseinfluss, und das passt mir so viel besser. Und dann sind die auch endlich im Reich. Forderung senden. Damit ist jetzt ein Krieg schon beendet. Schließen. Okay, okay. Yes. Und das Heilige Römische Reich ist wieder ein bisschen größer. Eine neue Nation, die hinzugefügt werden kann, ist auch cool. Und jetzt noch Aragon. Ich will sie aufsplitten. Warten wir nochmal, bis wieder der gute Diplomat zurückkommt. Oh nein. Ja, es gibt Stress. Moment, hier unten. Zum Glück haben wir eine starke Truppe. Die haut da rein und dann ist gut. So, Militärzugang aus Novgorod. Sie sind im Krieg mit Reisan, Jaroslav und Nischini Novgorod. Ihr bekommt keinen Militärzugang. Die sind alle im Reich. Ja, da will sich Novgorod einfach nochmal vergrößern. Jetzt, die Gelegenheit ist da. Der ewige Landfriede ist weg und sofort tanzt Novgorod aus der Reihe. So, der Diplomat ist da. Nation entlassen, Katalonien geht noch nicht, aber wir sind kurz davor. Der Entdecker ist tot. Oh nein. Ja, blöd. Ist das nicht hier der Entdecker? Nee, der Entdecker ist doch bei einem Schiff, oder? Das ist ja ein Konquisitor oder sowas. Alles klar. Ja, lassen wir den erstmal raus, den Entdecker. Jetzt nicht schlimm. Alles, keine Panik. Es war nur ein Entdecker. So, hier, das wird, glaube ich, jetzt auch früher oder später geregelt. Ja, dann eröffne ich Transoxanien den Krieg. Und zwar Überlegenheit demonstrieren besteht... Nee, mach ich nicht. Ich warte, glaube ich, doch Aragon kurz ab, bis wir Katalonien freilassen. Das wir dann auch hinzufügen können, wie dieses Fox oder wie das hier heißt. So, okay, okay und alles okay. Wir haben was gekorrt. Können wir noch mehr Korn? Nein, aber wir sind kurz davor, mehr Korn zu können. Ich weiß es, wenn die ploppen, können wir mehr hinzufügen. Ja, es gibt noch Stress, es gibt noch Stress. Wo gibt's denn den Stress? Armenische Nationalisten, österreichische Partikularisten. Oh, das ist sowas, da stehe ich nicht drauf. Ja, wer steht da schon drauf? Das ist auch wieder mal, wenn man es mal so rumsieht. Ah, Moment. Truppen. Wir brauchen Truppen. Wir brauchen Truppen. Was ist das hier? Adlige Rebellen in Großbritannien. Wir müssen in Großbritannien abgehen. Wie machen wir das? Wir brauchen Truppen hier. Also wir brauchen hier erstmal sowieso Truppen. Moment. Das hier, Kanonen brauchen wir nochmal 6. Und der Rest normale Reiter. Oh, teuer, ja. Aber es ist so. Und einen möchte ich hier hinten ausbilden und schauen, ob das, ja, funktioniert reibungslos. Dann bauen wir hier auch noch was auf. Und wenn die Schiffe ready sind, die kommen darüber, damit wir hier hinten auch angreifen können. Ich möchte aus Großbritannien was Tolles rausholen, aber mit Großbritannien ist das immer so mühselig. Okay, ich sehe gerade, 1614 können... Nee, wir können jetzt den Krieg erklären. Nee, können wir nicht. 1614 erst, alles klar. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich habe gedacht, das geht früher. Dann bin ich jetzt hier doch an Mali interessiert. Mit Mamelukenreich sind sie verbündet. Das Mamelukenreich ist leider sehr stark. Moment. Oh mein Gott, 118.000. Das ist übermäßig stark. Aber wir könnten Mali 1 auswischen. Moment, ist hier schon... Nee, die brauchen noch eine Weile, bis sie da sind. Wir erkunden hier noch. Ich muss mir dann ein nächstes Kriegsziel ja raus eruieren, was wir dann machen. Mali? Vielleicht auch nicht. Hier hinten machen wir noch gleich, wenn Aragon ready ist. Ansonsten muss eine Friedensphase kommen, das kann ja auch passieren. Was geht ab? Müssen da jetzt die ganze Zeit Truppen stehen? Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Alles klar. Moment. Dann nehmen wir eine Einser-Truppe. Ihr bekommt den
den Entdecker, ihr entdeckt, ihr bekommt einen General und zwar den und geht drauf und bleibt da stehen. Ich wusste ja gar nicht, dass man die Eingeborenen so schnell downbringen muss. Sehr interessant. So, Ruf nach Frieden, natürlich Aragorn, klar. Katalonien wird freigelassen, Geld wird locker gelassen. Katalonien und Geld ready, oder? Aragorn entlässt Katalonien in die Unabhängigkeit. Forderung senden. Wir können jetzt, glaube ich, Katalonien auch hinzufügen. Okay, okay. Erweiterung des Reichs Katalonien, Barcelona läuft. Machen wir, sobald es möglich ist, machen wir es. Und wann ist es möglich? 23, also noch eine Weile. Aber ja, wir, ja, expandieren gut. Nochmal Ruf nach Frieden? Nee, das ist schon out of, ja. Ich glaube, es muss ein bisschen Zeit vergehen, bis das passt. So, können wir was zur Kernprovinz hinzufügen? Gleich, das mache ich noch, die Folge. Zur Kernprovinz hinzufügen, was geht. Ah, Transoxanien einen Krieg erklären, auch. Und Kassan genauso, dann können wir uns auch von Kassan-Provinzen schnappen. Wäre nicht ohne. Wir können Valencia nicht länger beanspruchen. Ja, nicht schlimm. Ansonsten 1611. Dann ist die Krim wieder ready. Moment. Das ist auch hier unten. Aber das sind normale Rebellen. Alles klar. Haut die mal platt. Jetzt habe ich hier zweimal verkackt. Ich kann es gar nicht fassen. So, Moskau ist gekort. Kaluga und Murom. So, jetzt nochmal drei neue Provinzen. Alles hinzufügen. 78 Überdehnung, damit müsste die Korruption nicht mehr so ganz stark steigen. Und ich habe es zweimal verkackt, also ich lasse da jetzt eine Truppe stehen. Und die können nicht mehr. Oje, oje, oje. Also entweder entdecken oder nicht entdecken, ja. So, jetzt sind die platt, alles klar. 43 Tage, oh Mann, jetzt habe ich es... Ja, ich lerne dazu, ich bin nicht so der Kolonialtyp. Ich meine, jetzt weiß ich ja, was los ist, leider. Okay. Ach, euch habe ich den General geklaut. Natürlich. Ihr bekommt natürlich einen General zurück. Und haut die einmal weg. Obwohl, warten wir nochmal kurz. Es werden noch mehr Truppen gebaut, dann könnt ihr weghauen. Ich glaube, der Punkt ist erreicht. Ich glaube, es ist gut. Katalonien und das kleine Ding hier, Fox oder so, ist da. Ab Cham, der Kriegsstand wird positiver. Transoxanien, ja. Hier unten schon wieder verkackt, aber dazu gelernt. In 4 Tagen kommt er an. Und die bleiben da jetzt safe stehen. Oh, dann kriegt ihr mal den anderen General. Schnappt euch einfach einen General und dann ist gut. Kann ich weiter verschicken? Moment. Ödland. Kann nicht durchqueren. Alles klar. Und hier können wir keinen hinsenden. Egal, wir lassen die Truppen da jetzt stehen. Die kommen hier einmal zurück. Genau. Und damit, ja, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Oh je, jetzt ist was runtergefallen. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge EO4. Macht's gut und ciao.